Ihr wisst, was heute für ein Video kommt. Ihr seht im Thumbnail, was für ein Video ich hier vorbereitet habe. Und ja, ich streichel die Luft. Stellt euch einfach vor, ich habe gerade eine Katze in der Hand. Wie so ein Bond-Bösewicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Denn heute wechseln wir auf die Seite des Bösen. Besser gesagt, wechseln wir auf die Seite der Antimeter, der Gegenmeter oder doch in die Meter rein. Wir wissen es nicht. Willkommen zu dem heutigen Showcase-Video, wo wir Feuer mit Feuer bekämpfen. Wir bekämpfen Gogeta mit Gogeta. Und wer braucht schon den vierfachen Gogeta, wenn man doch eine ganz andere Unit hat? Diesen Boy hier, Gogeta Blue, gelb ist das Ding. Und die Mechanik dieses Jungen. Er ignoriert nämlich den Konter von dem vierfachen. Wie er es schon bei Gohan gemacht hat, so macht er es auch bei dem vierfachen Gogeta. Und das nehmen wir auf jeden Fall dankend an. Das Team, in welchem ich mir spiele, ist Saiyajin-Majin Buu-Saga. Es ist nicht optimal, dass C18 jetzt mit dabei ist, weil wir kriegen nicht das volle Potenzial für den Gogeta raus, aber dafür für den Vegeto. Wir spielen Gelb, Blue, Gelb. Auf der Bank einen Senkai-Buff für Gogeta. Dann haben wir noch Broly dabei, der Schlag, Angriff und Verteidigung 50% gibt für Gelb und Blaue Charaktere. Und nochmal den Goku, der nochmal 20% Lebensenergie bufft für die Goku-Charaktere und durch den Leader-Slot natürlich auch C18. Und C18 hat in ihrem Kit sehr, sehr viel Support. Die ist auch unser Unterstützer, logischerweise. Und sie will auf jeden Fall unsere Charaktere supporten und gut Damage machen. Wir haben vor allem mit der Hauptfähigkeit auch das Gute, dass wir hier die Verbündeten buffen um 30%, ne, zugefügter Schaden. Und wir heilen die Verbündeten mit jeder vergangenen Zeiteinheit. Zudem haben wir hier in ihrem anderen Bereich des Kittes auch nochmal Möglichkeiten, die Verbündeten zu buffen, beziehungsweise sich zu buffen und den Gegner nicht unbedingt zu debuffen, aber wir können schnell unsere Verbündeten reinhauen, je nachdem, wenn hier diese C18 mit einer Künstlerkarte getroffen wird. Das setzt den Zähler zurück, wir können jemand anderen reinwechseln, Deckungswechsel durchführen, pipapo, und schnell die Fusion durchführen, was wichtig ist, mit Gogeta, damit wir dann den vierfachen Gogeta kontern können. Wir müssen das schlau einsetzen, wir müssen es gezielt einsetzen, ansonsten kriegen wir auch schnell aufs Maul, weil er auch typenneutral geht. Aber hier ist es leider so, dass nur Vegeto voll von ihrem Buff profitiert, ansonsten kriegt Gogeta nur die 10% Damage mit und nicht die 20%. Dennoch, Heilung ist da, Ki ist da und bei dem Death Buff kriegt sie auch nochmal beide Charaktere 20% Leben zurück. Gegner kriegt einen Dragon Ball weniger. Künstlerkarten, Zielgeschwindigkeit des Gegners geht um 30. Lul. Um 1 zurück und das wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Mal gucken, was macht die Grüne eigentlich? Auch hier, Karten auf der Hand des Gegners werden zerstört. Dragon Ball wird hinzugefügt. Wir ziehen eine Karte. Wir ziehen mit der Hauptfähigkeit auch eine Grüne. Die können wir auf jeden Fall in Gogeta reinpumpen und damit dadurch halt die Fusion schneller getriggert wird. Was die Equips angeht, da haben wir hier natürlich, by the way, Team Gogeta-Konter. War nicht genügend Platz für vierfachen Gogeta, aber ihr wisst Bescheid. Wir haben hier equip-technisch für C18 einmal dieses Evect-Equip für Majin Buu-Saga-Charaktere. Wenn ein weiterer Majin Buu-Saga außer diesem Charakter Mitglied ist im Kampf, dann reiner fernen Schlagangriff, fast 10% Fernangriff hier und die anderen Karten auch. Finalangriffsschaden, davon profitiert sie jetzt nicht. Wir haben ihr eigenes Equip für diese eventlimitierten Charakter, was sehr, sehr gut ist. Und wir haben einmal dieses Platin-Equip mit Gohan drauf, was recht ähnlich aussieht, aber halt für Majin Buu-Saga-Charaktere ist und nicht nur für ihr Event limitiert. Dann hat Vegeto dieses hier mit reinem Schlagangriff, 11%, wenn Son Goku oder Vegeta-Charakter dieses Equip trägt. Lebensenergie, blaue Kartenschaden, dasselbe Evect-Equip wie C18, auch nicht verkehrt. Und wir haben einmal dieses Evect-Equip, wenn Vegeta-Clan mit Kampfmitglied ist, was definitiv der Fall ist. Reiner Schlagangriff, bisschen Fernangriff und die Verteidigungstypen. Dann Gogeta. Boy. Evect-Equip, 34,6% Schlagangriff, blaue Kartenschaden wird gebufft, Verteidigung. Dann dieses Platin-Equip, 35% Schlagangriff. Beide Verteidigungsarten fast bei 20% jeweils. Und das Evect-Equip mit Zamas, wenn es sich öffnen lässt. Beide Verteidigungsarten, Schlagverteidigung 27%, Fernverteidigung 15%, Basisschlagangriff fast 20% und wenn fusionierte Kämpfer Kampfmitglied ist, reiner Schlagangriff nochmal 11%. Wir haben zwar wenig Lebensenergie, was wir buffen, eigentlich gar nichts bei ihm, aber trotzdem. Die Offensive ist es. Wir wollen Feuer mit Feuer bekämpfen. Deswegen soll dieser Gogeta Regeln dem Vierfachen auf die Fresse geben, weil er nicht gekommen ist bisher und weil es dann einfach nur gut tut, innerlich, dass der Frieden gewahrt ist. Deswegen
Einmal durchatmen, lasst dem Video ein Like da, wenn es euch gefällt. Wir gehen jetzt in das PvP-Geschehen rein und geben Gogeta den Vierfachen, in der Hoffnung, dass er kommt, auf die Fresse. Seid mit dabei, freut euch drauf und dann bis gleich zum ersten Kampf. Alright, wen haben wir hier nicht? Gogeta, aber dafür haben wir Son Gohan hier, welcher auch gegen die Gelben jetzt nicht so geil aussieht, aber er kann auch typneutral werden, passen wir einfach mal auf. Gehen wir zuerst mit C18 rein, sollte ein guter erster Kampf sein. Hoffe ich zumindest. Gucken wir mal. Wir haben jetzt hier schon mal... Er hat nichts gemacht. Perfekt. Können wir direkt drauf gehen? Was? Was? Der meint das doch nicht ernst, oder? Wir können jetzt mit der blauen drauf gehen, auch wieder ausswitchen dann. Also wechseln. Der zieht durch, ne? Ich würde mal sagen, das ist jetzt kein Gegner, gegen den man jetzt wirklich antreten wollen würde. Oder vielleicht doch, weil es sind easy Punkte, die man hier mitnimmt. Aber er wird doch kein Tell. Also wenn das jetzt keine Person ist, wird es doch keinen Tab-Angriff durchführen, oder doch? Klärt mich da gerne mal auf, was diese Tabs angeht. Ich glaube aber... Nee. Das war doch keine Person. Yeah. There he is. Da ist der Boy. Genau wegen dir habe ich das Team so aufgebaut. Aber ich sehe gerade, so ganz gesenkelbufft ist dein Team nicht. Soll nicht mein Problem sein. Wir starten wie eben auch rein. Zuerst mit C18. Let's go. Vor allem, er hat ihn nicht nur einmal gezogen, ne? Hab einen roten Stern gesehen. Antanarei. Ja, zieht durch. Von mir aus. Er ignoriert Deckungswechsel noch. Auswechslungsverbot. Genau deswegen haben wir auch C18 mit dabei. Sie tankt es nämlich. Jetzt lassen wir unsere Leiste mal füllen, damit wir gleich switchen können. Wir machen direkt den hier. PV. Wir haben einen PV. Es handelt sich um einen PV. Meinerseits. Okay, es handelt sich um einen PV seinerseits. Komm ran. Ich weiß gar nicht jetzt, ob er das Ki reduziert bekommt oder ob er wie Gohan Schutz dagegen hat, auch was die Handzerstörung auch unter anderem angeht. Oh oh, oh oh, oh oh, raus da. Und natürlich C18. Sie tankt das Ganze, by the way. Habe ich gehört. Die Ulti. Senpai, einfach tausendfaches Kamehameha. Big Bang Kamehameha. Da nehmen wir schnell mal. Gehen wir direkt drauf. Sofort Fusion. Sofort into Grüne. Jetzt müssen wir aber genau das hier ordentlich positionieren, diese Kombi. Ich habe keine Ahnung, was jetzt gerade los war. Warum das so spät war. Lul. Okay. Handkartenzerstörung. Perfekt. Okay. Hab dich. Und gehen wir direkt mit der blauen drauf. Weil die blaue, da ziehen wir nochmal gut Karten.
Und in der Hoffnung, dass die Leiste, ich habe nicht drauf geachtet, nicht zu voll ist von Gogeta. Nee, scheiße, die wird jetzt voll. Aber ein Angriff sollte passen, oder? Nein. Okay. Meinetwegen. Gehen wir drauf. Schade. Glück gehabt. Bin aber direkt wieder da. Welcome back. Okay, okay, okay. I see you. I got you. Ich will dir unbedingt das mal zeigen, ey. Diese Mechanik, einfach dieses Kontere gegen den Konter. Okay, das ist schnell. Ist okay. Wir haben die Hauptfähigkeit schon aktiviert. Ich muss jetzt halt nur einen Angriff treffen mit Gogeta und den Vierfachen in die Kombi ziehen, sodass wir halt nicht davon betroffen sind von seinem Konter wiederum. Oh mein Gott, er zieht durch, du kleiner Segel. Au, 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 au. Das tut jetzt weh. Dass er durchgezogen ist, natürlich not bad, ne? Oh, das war sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Ich brauche Gogeta aber. Okay, er fühlt sich in Sicherheit. Und Rising Rush in sein Gesicht. Bitte geht durch. Ich weiß gar nicht, hat mir eben Schlagangriff genommen? Er hat es aber nicht erraten. Lauert dich definitiv nicht. Egal, das werde ich als Sieg für Gogeta. Er hat jetzt 3 Schlagangriffe frei. Und das reicht wahrscheinlich aus, um uns halt down zu schlagen. Oder auch nicht. Wir ziehen gleich sowieso noch eine... Ja, doch nicht. Aber hat gereicht. Das war jetzt Glück, dass der uns hier nicht down gekloppt hat. Aber trotzdem... Ich hab's fast hingekriegt. Es war halt unfortunately, dass er einfach durchgezogen hat, unter anderem auch. Aber hier, trotz Rang 55, ich würde sagen, not bad. Not bad. Lass uns da noch ein paar Kämpfe rausziehen. Vielleicht kriegen wir es noch hin, dass wir Gogeta irgendwie mit Gogeta kontern können. Das Ziel des heutigen Videos ist, den Konter zu entkräften mit Gogeta Blues Konter. Yes, mit Broly zusammen. Was für ein Team. Holy shit. Meinetwegen. Hängen wir hin. Oh mein Gott. Hätte mich vielleicht auch droppen müssen. Aber ich ziehe einfach mal hier einmal das Ding schon mal ab. Oh. Nein, doch. Geil. Oh mein Gott. Ich habe... Manchmal checke ich gar nicht, dass man die Grüne ja auch dodgen kann. Da haben wir wieder. Ist der down? Aber fast, okay. Jetzt ist er down. Oh Gott. Oh, das ist eine sehr, sehr gute Hand für Gohan. Noch besser, dass wir wieder was gezogen haben. Geh mal nicht in Gogeta rein. Aber jetzt. Weil wir ziehen keine Karte, ne?
Oder doch? Also geht es hier auf jeden Fall. Schlagangriff. Passt schon. So. Das war bad. Ich hätte ein bisschen warten müssen. Das ist nicht gut. Warum? Schade. Shit. Okay. Er hatte Angst. Er hatte Angst vor dem Konter und von dem Damage, den er bekommt. Wobei der Gegner, ganz ehrlich, der war nicht gut aufgestellt mit seinem Team. Dennoch würde ich sagen, es geht schon mal in die richtige Richtung. Okay, kurze Unterbrechung, aber ich bin wieder da und mit neuer Kraft gehen wir in den neuen Kampf rein, der jetzt ansteht, in der Hoffnung, dass wir jetzt wieder auf Gogeta treffen. War jetzt schon mal im vergangenen Kampf, wenn ich mich recht erinnere, der Fall gewesen. Von daher hoffen wir mal und drücken die Daumen, dass er nochmal kommt, denn wir haben noch nicht den Konter gegen den Konter gesehen. Deswegen starten wir in den nächsten Kampf rein. Es ist einfach nicht mehr möglich, einen Gogeta ranzubekommen. Jetzt in den letzten Kämpfen habe ich es immer wieder versucht, aber es passiert nichts. Ja, schau. Ist auch interessant, dass er den mal mitnimmt. Oder irgendwer ihn überhaupt mal mitnimmt. Mein Charge Step ging nicht durch. Also, ob ich den Kampf jetzt werten kann. Ihr seht, nichts passiert hier. Der erste Kampf für den heutigen Tag wird nicht herausfordernd sein und ist auch nicht herausfordernd. Das, ich weiß nicht, ob das beschämend ist, aber naja, es ist, wie es ist. Ja, auch kein Step oder so. Gar nichts. Geil. Freut mich. Gratis RP. Aber schön. Sieht definitiv anders aus und vor allem das Team ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Wir wollen gegen Gogeta. Ich habe ihn fast nicht gesehen, wollte mich schon aufregen. Ist er nicht wieder im gegnerischen Team? Und wir hoffen mal, dass wir hier was reißen können. Deswegen einfach mal hier reinstarten. Mal gucken, wie er sein Team zusammenstellen will. Und ja, ich musste wirklich husten. Das war, das war jetzt nicht einfach, um was zu dramatisieren, zu verdeutlichen. Komm ran, Vegeta. Zeig, was du kannst. Wir tanken das erstmal. Wir wollen ein bisschen die Leiste schon mal aufbauen, ohne dass wir selber angreifen müssen. Ist ja auch der Vorteil, wenn man angegriffen wird. Und Ki weg. Zack. Ja, das wollen wir nicht. Eigentlich hätte ich viel früher rausgesollt, aber irgendwie hat das Game das nicht zugelassen. Massiver Heal. I like it. Nehmen uns gegenseitig Dragon Balls weg. Kiwi. Nice. Das ist nicht so nice. Sollte jetzt aber nicht zu viel Schaden machen, genau. Ich fusioniere einfach mal. Ich will kein Risiko eingehen. Nachher catcht er mich noch und ich bin tot. Deswegen hier schnelle Fusion. Hoffen wir mal auf ein PV. Oh mein Gott. Ich war fasziniert, was ich für ein Damage mache bei ihm. Okay. Direkt drauf.
Gogeta? Ja, er hat noch gut Leben. Reicht das? Glaub nicht. Wir sind typenneutral, deswegen passt das nicht so ganz. Aber hier immerhin. Oh, sehr schön. Ja, da ist es. Aber das Problem ist halt, wir haben keine Schlagangriffskarten. Aber genau das meine ich halt, ne? Einfach eiskalt draufgegangen. Das meine ich halt. Der Konter Gogeta Blue gegen vierfachen Gogeta. Insane gut. Da können wir auswechseln. Perfekt. Instant Transmission. Blaue drauf. Auf Wiedersehen. Passt. Aber jetzt. Ja, okay. Komm, hau drauf. Und wenn der Rising Rush kommt. C18, ganz genau. Der C18 wird dann draufgehen. Ist aber so gewollt. Er tankt das, oder? Gott! Oh Gott. Wollte schon sagen, Gott sei Dank, aber nein, war nicht. Er hat zu viel, er will seine Trumpfkarte noch behalten. Das war bad von mir. Ich bin so euphorisch gewesen. Ich habe zwei wichtige Units verloren. Sad. Machst du aber nichts. Machen wir einfach den hier. Buffen uns. Zerstören Karten auf seiner Hand. Und da ich nicht gecharged bin oder ähnliches, was mir eine Karte hinzufügen hätte können, sprich ein bisschen Zeit verschafft hätte. Jawohl. Hat C18 das Ganze noch geregelt. Hey, ich bin zufrieden. Weil, win is win. War jetzt ein bisschen cocky meinerseits. Weil ich hätte es mir gewünscht, dass ich noch was dranhängen hätte können. Weil dann Gogeta kann nichts machen, wenn du erstmal, also vierfacher Gogeta kann gegen Blue nichts machen, wenn der erstmal in der Kombi steckt. Das war jetzt nicht mal der erste Win des Tages. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe so viele Kämpfe auch geskippt. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das in dem Video einbringen möchte. Weil einfach kein Gogeta kam. Und heute, gerade in diesem Augenblick, neuer Versuch, kam er, ich bin zufrieden. Deswegen machen wir nur so einen Kampf in der Hoffnung, dass er kommt. Wenn nicht, ist halt so, aber ein Kampf ist noch drin, in dem wir jetzt einfach mal reingehen. Last Match for the Day ist GT, aber ohne Gogeta. Schade eigentlich, aber dafür haben wir Omega Shenlong mit seinem neuen Equip als Gegner. Interessant. Gucken wir mal, wie sich das gegen dieses Team schlägt. Welches ich ja eigentlich für Gogeta erstellt habe, aber nun mal gut. Machst du nichts. Er geht direkt drauf. Frech. Komm ran. Schade eigentlich, dass Baby nicht in dem Banner drinne war von... oder ist von Gogeta. Perfekt. Switch. Karte ziehen, draufgehen. Ich hab keine Karte, was? Vergiss es. Okay, er ist dein Fehler. Ja,
Transformation in the Nation. Die gehen jetzt mit der grünen Karte drauf. Dann versuchen wir noch so viel dran zu hängen, wie geht, bevor Baby kommt, weil der zerstört uns auch nochmal ein paar Karten. Da müssen wir aufpassen, aber ansonsten sollten wir schon mal gut Damage verrichten. Oder auch Omega vernichtet auch Karten. Oh mein Gott. Da geht aber trotzdem raus, weil ich... Oh no. Gogeta, es war schön mit dir, aber trotzdem... Hab dich. Okay, perfekt. Gehen mit der grünen weiter drauf. Ich kann auch die Hauptfähigkeit aktivieren, Karten ziehen. Oh, ich habe fast auf den Rising Rush getippt. Fast die Finger gezittert. Ging aber durch. Na, seht ihr. Falscher Zeitpunkt zum Aufhören. The Dodges hättest du benötigt. Tja, das beenden wir also mit einem LF von Vegeto. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es ist wirklich schwer, einen richtigen Gogeta-Spieler, beziehungsweise nicht richtig, überhaupt einmal Gogeta zu finden. Ich habe jetzt zwei waren es mal gehabt. Einer hat surrendert, der andere, der hat es fast richtig abbekommen, die Kombi. Aber ihr wisst, was ich meine. Das Prinzip ist euch hoffentlich klar. Und dementsprechend kann dieses Team, ich würde mal sagen, ganz gut gegen Gogeta bestehen. Wichtig ist, jetzt nicht unbedingt full gelb zu gehen, weil ihr müsst immer noch einen Plan B haben. Wenn ihr jetzt gegen rote Charaktere antritt, wie jetzt Omega zum Beispiel, ist jetzt nicht die größte Gefahr, aber trotzdem, ihr wisst Bescheid, wäre vielleicht auch Trunks, Vegeta, wenn man die auf hohe Sterne hat, auch eine Idee. Aber ich würde mir auf mein Pferd eher, sind wir beim Pferderennen oder was? Ich würde eher auf Vegeto setzen und da habe ich natürlich jetzt hier ganz gute Karten, auch wenn der Rising Rush durchgeht oder ich treffe, dass der garantiert auch ein Win ist. Aber wir haben einen guten Supporter gehabt, super in Rising Rush reinwerfen, Damage annehmen, Lebensenergie annehmen und so weiter und so fort, sprich zusätzlicher Heal und Buff. Dann haben wir nochmal RR, ganz starke Fusion und dann nochmal die Kombi mit Gogeta Blue gegen Vierfachen oder auch gegen Gohan. Es ist wirklich sowas von gut. Und ich bin froh, dass ich Gogeta habe. Wie baut ihr euer Team auf? Was haltet ihr von dem Team? Und schreibt mir das gerne einfach mal in die Kommentare. Lasst mich wissen, wie ihr aktuell gegen Gogeta antretet. Wenn ihr selber Gogeta nicht habt, auch interessant. Also viele von euch haben ja schon geschrieben, dass sie Gogeta gezogen haben. Ihr seid so lucky, ihr kleinen Lümmel da draußen. Ich bin mal gespannt, ob ich ihn noch ziehe. Ich habe noch nicht aufgegeben. Es wird noch was kommen. Aber trotzdem freue ich mich darauf, dass ihr eure Kritik und eure Informationen und eure Meinung einfach in die Kommentare gibt und dann like das Video, lasst ein Abo da. Ich habe genug geredet, ich kriege die Wörter nicht mehr zusammen, ihr hört es bestimmt schon. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut bis dahin und ciao.